4 bis 5 Spiele brauchen wir sicher, bis wir wissen, was es bedeutet, dritte Liga zu spielen, so Freiburgs Trainer Thomas Stamm vor der Saison. Der Auftakt gegen Wiesbaden ist schon mal gelungen. Magdeburg in Weiß setzt Freiburg aber von Beginn an unter Druck. Conte schneller als Schmidt und fällt dann im Duell mit Niklas Sauter. Nach 11 Minuten zeigt Schiri Tom Bauer auf den Punkt. Bitter für Sauter, der heute sein erstes Profispiel macht. Kommt einen Tick zu spät, Strafstoß geht in Ordnung. Barış Artık tritt an. Und Sauter hält. Auf und ab bei seinem Profidebüt innerhalb weniger Sekunden. Freiburg kommt in der Folge kaum aus der eigenen Hälfte. Wieder ist der Ball schnell weg. Conte steckt durch auf Schuler. Sauter ist zur Stelle, auch beim Nachschuss von Obermeier. Gutes Stellungsspiel des 18-jährigen Keepers, der für Atubolu spielt, der heute bei den Profis im Einsatz ist. Der FCM mit einem starken Heimspiel bisher vor 15.000 Zuschauern. Das ist die neue Rekordkulisse der dritten Liga seit Pandemiebeginn. Was macht Freiburg? Ausnahmsweise geht es mal in die andere Richtung. Asibe Mensah. Das dauert dann zu lange. Trotzdem, erster Torschuss für die Breisgauer nach 33 Minuten. Sonst nur Magdeburg vorne. Irgendwie kommt wieder Obermeier an den Ball und fackelt nicht lange. Super Schuss. Mindestens genauso klasse ist aber auch die Parade von Niklas Sauter, der jetzt voll im Spiel ist. Freiburg hat heute gar keinen Zugriff. Schuler komplett blank. Der Pfosten rettet. Irre, dass es hier noch 0:0 steht. Bell Bell mit der perfekten Hereingabe und Lukas Schuler muss den eigentlich machen. Ohne Tore geht es dann auch in die Halbzeit. Dafür können sich die Freiburger bei ihrem 18-jährigen Keeper bedanken. Sauter mit einem starken Debüt. Nach der Pause macht Magdeburg einfach weiter. Artık lebt ab auf Müller. Und wieder Sauter, klasse. Der Ball ist eigentlich bei Freiburg. Irgendwie aber dann doch nicht. Einfach raus mit der Kugel. 60 Minuten sind um. Das Spiel geht nur in eine Richtung, in die von Niklas Sauter. Wir würden gerne mehr von Freiburg zeigen. Die Male in der gegnerischen Hälfte lassen sich aber an einer Hand abzählen. Wieder Schuler gegen Sauter und wieder gewinnt der Keeper. Die Chance für Magdeburg verpufft dann schließlich. Richtig stark, wie der 18-Jährige sich hier breit macht. FCM-Trainer Christian Tietz wartet eigentlich nur auf den ersten Treffer seines Teams. Und plötzlich lässt sich Freiburg nach etwa 70 Minuten doch mal vorne blicken. Der eingewechselte Lars Kehl, Dominik Reimann im Tor, beweist hier ein gutes Auge. Denn, das zeigt die Wiederholung, der Ball war knapp vorbei. SC-Trainer Thomas Stamm feuert seine Jungs jetzt noch mal an, wittert doch noch eine Chance. 5 Minuten später schalten die Magdeburger aber wieder auf Vollgas, kombinieren sich sicher durchs Mittelfeld. Schließlich ist es Schuler mit dem öffnenden Pass nach außen. Und in der Mitte überwindet Conte Sauter, aber auf der Linie klärt Sandrino Braun-Schumacher mit dem Kopf. Szene noch nicht geklärt, Artık setzt nach. Freiburg ist heute einfach nicht zu überwinden. Sauter, Pfosten oder eben mit vereinten Kräften. Die Null steht komischerweise immer noch. Freiburg kommt weiter nicht raus. 88 Minuten gespielt. Magdeburg rennt weiter an. Diesmal versucht es Artık mit dem schönen Schlenzer. Aber der 18-jährige Sauter einfach nicht zu überwinden. Die nachfolgende Ecke kommt zu schnell für die Kameras. Sauter unsicher und wieder auf der Linie geklärt. Magdeburg verzweifelt im Einbahnstraßenfußball.
Die letzte Szene der Partie gehört aber den Freiburgern. Magdeburgs Abwehr nach dem Einwurf unsortiert. Und plötzlich läuft Lars Kehl alleine auf Reimann zu und legt nochmal ab. Der eingewechselte Pfanner macht zwar das Tor, steht aber im Abseits. Fast hätte Freiburg das Spiel mit der letzten Aktion auf den Kopf gestellt. Aber Kehl ist zu uneigennützig. Das 0:0 für das Team von Thomas Stamm dennoch glücklich. Vor allem dank des starken Profidebüts seines Keepers Niklas Sauter. Wir müssen es hinbekommen, dass er sich vielleicht nicht so oft auszeichnen muss. Also besser verteidigen, aber klar ist er dann in vielen Situationen und er hat ein sehr gutes 1 gegen 1. Soll das mitnehmen, soll diese tolle Erfahrung heute mitnehmen. Trotz kleinerer Unsicherheiten sicher der Mann des Spiels. Ob der 18-Jährige gegen Dortmund 2 am Freitag auch aufläuft, ist allerdings noch nicht sicher.